So, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir letztens darüber Gedanken gemacht, ob man eigentlich täglich einen Booster nehmen kann oder sollte, weil das mache ich ja jetzt die letzten 3 Monate lang. Und als erstes war ich halt der Meinung, ja, einmal die Woche Booster, zweimal die Woche, aber sozusagen nicht regelmäßig nehmen. Und ist vielleicht schädlich und außerdem gewöhnt man sich dran und so weiter. Dann muss man immer die Dosis erhöhen und ja, dass das halt irgendwie Nachteile hat und deswegen man Booster nicht täglich nehmen soll. Und dann habe ich halt irgendwie so verschiedene Leute gehört, die meinen, ja, jeden Tag Booster vor jedem Training, dann ist voll toll und dies und das und dann bringt ihr immer mehr Leistung, könnt ihr sozusagen, habt ihr besseres Training, besseren Muskelaufbau dadurch. Und da habe ich halt mehr drüber nachgedacht, es gibt auch viele Leute, die täglich Booster nehmen. Und das Einzige, was halt sozusagen schädlich ist oder was bedenklich wäre in den meisten Boostern, ist praktisch das Koffein. Und es gibt natürlich noch andere Booster mit DMA, DMBA und Dihumin und all so ein Kram, der noch nicht ganz so gut erforscht ist. Das könnte möglicherweise schädlich sein bei einer Dauereinnahme, aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus, sondern erstmal nur Koffein. Und da habe ich dann überlegt, okay, Koffein nehmen Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen täglich in hohen Dosen zu sich, und zwar in Form von Kaffee. Es gibt ja viele Leute hier, ganze Büroleute, die sich literweise Kaffee reinziehen, und das sind dann auch schon ein paar hundert Milligramm Koffein täglich. Und da denke ich mir, okay, es gibt auch viele Studien zu Koffein, also scheint wohl nicht schädlich zu sein, Koffein dauerhaft einzunehmen in ja, moderaten, also jetzt nicht grammweise, das ist dann irgendwann krass, aber was sind denn für Nebenwirkungen, die sozusagen ja, die schlecht sind, wenn man Booster dauerhaft nimmt? Und das eine ist halt, was ich gesagt habe, ja, die Wirkung nimmt ab, aber das ist dann halt so. Klar, wenn man als erstes das nimmt, dann ist die Wirkung krass, und wenn man das zweite Mal, dritte Mal nimmt, dann schwächt die Wirkung ab. Aber dann ist es halt einfach so, dann muss man halt sagen, okay, so ist es halt. Dann bleibt man aber bei der Dosis, sagen wir 400 Milligramm Koffein. Und dann hat man halt vor jedem Training noch einen Boost. Zwar nicht ganz so krass wie beim ersten Mal, aber man hat vor jedem Training sozusagen noch einen Push. Und aber da man halt auch nicht die Dosis erhöht, kommt man halt nicht in diesen Teufelskreis, sondern man begnügt sich halt mit diesem bisschen Push, was einem sozusagen das Koffein noch gibt. Aber man sozusagen, wenn man die Dosis dann nicht weiter erhöht, dann gewöhnt man sich ja nicht noch weiter dran. Und das heißt sozusagen, wenn man einmal täglich dann diese Dosis an Koffein nimmt, dann ist es okay. Und das andere, wo man aber aufpassen sollte, was wirklich gesundheitsschädlich sein könnte, ist, dass man erstens sozusagen das Koffein nicht abends nimmt, weil dann macht es nämlich den Schlaf kaputt. Und das könnte dann wirklich gesundheitsschädlich sein, wenn man nicht mehr gut schlafen kann. Deswegen trainiere ich immer morgens, weil ich bin sehr empfindlich auf Koffein. Also mein Schlaf ist sozusagen sehr empfindlich auf Koffein. Wenn ich abends noch irgendwie Koffein genommen habe, kann ich richtig schlecht schlafen. Und deswegen das halt einerseits gucken, dass man dann seinen Booster nur morgens nimmt oder also nicht am Abend. Vielleicht mittags wäre noch okay. Und das ist natürlich auch abhängig davon, wie viel Koffein das ist. Weil das ist natürlich so, wenn man mehr Koffein genommen hat, dauert das länger, bis das wieder abgebaut ist. Also sozusagen, je weniger Koffein man nimmt, desto später am Abend könnte man es theoretisch nehmen. Wenn man sich dann halt irgendwann bei so einer Dosis eingeriegelt hat, dann sollte man halt immer gucken, wie hoch die ist und wann ist die abgebaut und dann nicht zu spät sein Koffein nehmen. Aber prinzipiell kann man Booster jeden Tag nehmen. Ich würde sogar empfehlen, man muss ja nicht gleich den mega teuren Booster nehmen, vielleicht theoretisch würden ja auch Koffeinpillen reichen. Theoretisch kann man auch nur einen Kaffee nehmen. Koffein ist sowieso die stärkste Substanz in den meisten Boostern. Also von daher, die anderen Sachen haben zwar Wirkung, aber das, was einen wirklich pusht, ist fast immer nur das Koffein. Und deswegen, dass viele Millionen Menschen nehmen täglich hohe Dosen an Koffein, das ist nicht schädlich. Und solange es bis zum Schlafengehen alles wieder abgebaut ist, ist das super, ist alles safe. Und man kann sozusagen jedes Training
mit ein bisschen mehr Energie machen und hat sozusagen ja, einen tolleren Trainingseffekt, weil man ein härteres Training hat, stärkeren Muskelaufbau und so weiter. Geringeren Muskelaufbau, weil man in der Diätphase möglicherweise ein härteres Training fahren kann. Und deswegen kann ich durchaus sagen, täglich Booster, aus meiner Sicht kein Problem, fast sogar empfehlenswert. Das war es erstmal und bis zum nächsten Video.